wieder. Hier träume ich gerade von dem Fußballspiel, das wir heute haben werden. Und ich schieße das alles entscheidende Tor. Und das sind Theo und Matze, meine zwei besten Freunde. Wir machen so ungefähr alles zusammen und erzählen uns jedes Geheimnis. Ich helfe ihnen, wenn der doofe Markus sie verprügeln will. Und sie helfen mir, wenn ich Panik habe. Und das ist mein Papa. Er kommt aus Amerika und segelt um die Welt. Und das ist mein Allerheiligstes, meine Mama. Wir machen ungefähr wirklich alles zusammen. Morgen. Morgen. Alles okay bei dir? Ja, alles okay. Bist du sicher? Ja, ganz sicher. Du siehst echt blass aus. Hauch mich mal an. Oh Mama, ich bin gesund, ganz sicher. Wir spielen heute gegen Marco von der Fliederwegschule. Ich kann doch nicht einfach Theo und Matze alleine lassen. Ja, da bist du natürlich unabdingbar. Na, hast du Schiss? Nee. Wir starten jetzt! Alles gut? Hast du Panik? Können wir dir helfen? Geht schon. Ach, Knäusi, ich habe dich doch heute Morgen noch gefragt, ob alles in Ordnung ist. Mama, warum muss das gerade heute passieren? Warum gerade mir? Ich weiß es nicht, mein Schatz. Ich wollte doch das Spiel gewinnen. Ich verstehe das scheiß Leben nicht. Ich höre dich, Knäusi. So ist das halt eben. Oh Mama,
das hilft mir jetzt doch auch nicht weiter. Das sollte doch der beste Tag meines Lebens werden. Und jetzt ist alles scheiße. Der Tag ist noch nicht vorbei. Doch. Ein großes Geschenk. Ida! 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 Hey, das Spiel ist ausgefallen. Es haben noch 4 andere Kinder gekotzt, als sie dich gesehen haben. Sogar Marco. Das ganze Spielfeld war voll. Das Spiel wird nächste Woche nachgeholt. Das gibt's doch nicht. Kommst du runter? Ja.